Nun sind sie auch im Hof der Ruhrgalerie in Mülheim angekommen, die Bild-Zeitungskästen des H.A. Schuld, die dieser erstmals im September 2020 in Köln als Tableau des Vergessens präsentierte. Ein halbes Jahrhundert befriedigten die stummen Verkäufer den täglichen Hunger auf Botschaften der Zeit. Jetzt stehen sie fast wie Grabsteine der stetig verklingenden Printmedienepoche. Und doch sind sie immer noch nicht überflüssig, sondern bekommen durch H.A. Schuld nun eine letzte, quasi soziokulturelle Aufgabe als Denkmal gegen das Vergessen. Und nun in dieser Stadt Köln hat der Kunstbeirat entschieden, die Bild-Zeitungskästen und die Expresskästen stören das Stadtbild. Und das hatte ich gehört. Und so war ich ein Helfer. Ich kam, übernahm sie alle und wusste noch nicht, was ich damit machen soll. Der gut gelaunte Aktionskünstler Schuld plauderte aus dem Nähkästchen. Oder sollte man nicht besser sagen Zeitungskasten. Und stellte auch gleich klar, dass er mit dem Verkauf der roten Kunstobjekte das soziale Engagement des Vereins Kunst hilft geben in Sachen Obdachlosenhilfe unterstützt. Jeder kostet 1000 Euro für die Käufer. Das fing an zu laufen. Das Haus der deutschen Geschichte griff direkt zu. Einer der schönsten Erfolge war, dass die Bild-Zeitung einen von uns kaufte. Rund 20 der ausgemusterten 150 stummen Zeitungsverkäufer, die H.A. Schuld künstlerisch bearbeitet hat, machten nun handsigniert und nummeriert und mit einer limitierten Edition des Künstlers ausgestattet, noch bis zum 14. November darauf, zum Vorzugspreis von je 1000 Euro erworben zu werden. Weitere Infos dazu auf www.kunst-hilft-geben.de.